Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute wird es wieder ein schöner Vlog von uns, denn wir sind mit dem Twix in der Stadt und erkunden das erste Mal mit ihm zusammen, wie schön London City eigentlich ist. Hier sitzt er mit uns direkt im Bus und guckt sich alles an und wird uns von uns allen auch immer wieder gestreichelt, dass er das wirklich sehr gut macht. Und ja, ich nehme euch heute einfach mit. Wenn euch das Video doch gefällt, gebt dem Video einen Daumen hoch und über einen netten Kommentar würden wir uns auch sehr freuen. Hier seht ihr uns jetzt in dem Zug, also Underground. Und hier stehen wir jetzt gerade und warten, dass wir dann endlich raus können. Und dann sind wir auch schon da. London City. Angekommen sind wir hier jetzt erstmal ein bisschen rumgelaufen und haben uns hier die Lichter angeguckt. Das Video ist etwas vorgedreht für euch, denn hier waren noch die Weihnachtslichter. Und das war in den Dezemberzeiten, dass ich das aufgenommen habe. Kurz nach Weihnachten war das. Da war meine Familie zu Besuch und wir sind dann in die City gegangen, aber dann die Tage hatte ich wirklich gar keine Zeit für euch, das Video hochzuladen. Und deswegen seht ihr das jetzt, aber das ist ja nicht so schlimm, denn es war wirklich ein schöner Vlog und den würde ich gerne mit euch teilen. Hier seht ihr, wie der Twix von ganz vielen Leuten gestreichelt wird. Das ist wirklich sehr, sehr süß und er ist auch wirklich sehr sozialisiert, was wirklich sehr, sehr gut ist. Und das kommt ja auch nur von, wenn man die Tiere halt dann auch immer mitnimmt und so werden die Tiere auch lernen, dass sie keine Angst haben müssen. Und jetzt stehen wir vom Crystal Palace, also wir stehen jetzt gerade direkt vor Queen's Haus. Schaut mal oben die Flagge und hier ist der Twix. Es war jetzt am Ende doch sehr regnerisch und sehr matschig, was echt ein bisschen unangenehm war mit so einem kleinen Hund. Aber er hat sich wirklich tapfer geschlagen und ich habe ihn dann auch wirklich eine lange Zeit gehalten. London ist wirklich eine sehr, sehr schöne und kunterbunte Stadt mit sehr vielen Lichtern und sehr vielen Menschen und sehr viel Multikultur gibt es hier. Und ja, das ist mein wahrscheinlich für jetzt erstmal der letzte Besuch in die City, denn wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Pläne, die ihr alle noch mitbekommen werdet. Aber eins kann ich euch sagen, mein Herz wird immer in London sein, egal wo ich bin. Und wenn ich mir jetzt auch diese Aufnahme hier angucke, weiß ich schon, wenn ich es zurücksehen werde, werde ich das hier alles sehr, sehr vermissen. Vielleicht hört ihr das schon heraus, aber ein bisschen was kann ich euch erzählen, denn wir werden umziehen. Der Twix kommt natürlich mit, das werdet ihr alle sehen. Und ja, aber ich mag London sehr und aber ich freue mich auf das, was neu mit der Zukunft, alles, was neu kommt. Darauf freuen wir uns alle einfach. Und schaut mal, wie K.O. der Twix jetzt ist. Jetzt geht es nämlich ab nach Hause. Und genauso müde wie er ist, war ich in diesem Zeitpunkt auch. Und deswegen schließt er jetzt auch seine Äuglein. Und es ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Ja, meine Lieben, alles, was noch in der Zeit jetzt passieren wird, werde ich euch natürlich auch erzählen und werde euch davon berichten. Drückt uns bitte die Daumen, dass wirklich alles klappen wird. Es ist wirklich eine aufregende Zeit, denn wir werden einfach komplettes Land wechseln. Und ich bin sehr nervös, sehr aufgeregt, freue mich auf die Zeit. Und gemeinsam mit dem Twix werden wir sehr viele neue Sachen erleben. Und ich freue mich, wenn ihr auch dabei seid und ein Teil von diesem Abenteuer bleibt.